Jill, bist das wirklich du? Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist? Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet, weißt du? Torgal. Hä? Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Witzig. Hätte gedacht, du wärst eher der Chocobo-Typ. Clive Rossfield. Komm schon. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen habe ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Kein Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Ich werde dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im Toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stört's nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger?
Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Noch ein neuer. Halt dich besser an unsere Regeln, sonst siehst du die Zellen bald von... Statt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken, verkriecht er sich gleich wieder in sein Kämmerlein. Ach, der Dreck nimmt einfach kein Ende. Ich kehre hier schon den halben Tag. Ich arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus totzustechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na, gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet.
von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Hab im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Da ist er wieder. Oh nein. Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier, nimm das hier mit. Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Siehst du denn irgendwo Platz für noch? Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Götz danken.
Das bringst du gleich wieder zurück. Den Hohlkopf, dass ich... Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft! Du, hol Decken und nicht trödeln! Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Taya war die Frau bei Jill. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh, und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Aufgenommen?
Ich habe gehört, Sie seien Ihren Herrn in der Kaiserin. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So. Kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten! Besseren Preis bekommst du nirgendwo. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld.
Fertig. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut.